Kommen wir heute mal zum Thema Auswandern aus Deutschland, Auswandern aus der EU. Und ich meine, es geht ja nicht mehr nur um Deutschland, sondern wer in Deutschland lebt, gehört zur EU und damit ist das auch ein EU-Thema. Und diese unsichtbare Mauer, die ich ja schon öfter gesprochen habe, die wird jetzt immer deutlicher. Und diesmal trifft es nicht Unternehmen, sondern diesmal geht es direkt, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, an Freiberufler, also Selbstständige. Und wer so als Freiberufler oder Selbstständiger, naja, sich in den letzten Jahren in Deutschland was aufgebaut hat, in Europa was aufgebaut hat und dann feststellt, diese aktuelle Politik geht ganz 100% in die falsche Richtung. Damit bin ich zum Beispiel als Selbstständiger nicht mehr zufrieden. Und dann kommt ja, wenn man noch ein bisschen Freidenker ist, also wenn man hingeht und sagt, ja, das ist alles nicht so die Richtung, ich möchte ganz gerne mich selbst verwirklichen, denn es geht ja in diesem kurzen Leben um uns selbst. Dann heißt das Motto, ach, weißt du was, ich gehe mal gucken, ob ich vielleicht in der EU oder vielleicht sogar ein bisschen außerhalb, also ich weiß nicht, Südafrika oder ich weiß nicht, Asien, na, also da, wo die Möglichkeiten sind, dass ich dann da auswandere und dann meine Firma mitnehme und das dann dort mache. Und da greift die Steuer. Wer also seine Firma in Deutschland, in Europa gegründet hat und dann denkt als freilebender Geist, als selbstständiger Freiberufler, ach Mensch, ich gehe ins Ausland, der kriegt jetzt den Paukenschlag. Der spürt tief im Inneren, dass das auf einmal nur noch mit äußersten Problemen möglich ist. Und eins ist ja auch klar bei der ganzen Sache. Wir erleben ja eine unglaubliche Migration nach Europa, speziell nach Deutschland oder nach Österreich. Und es kommen eben sehr viele Bürger, also neue deutsche Staatsbürger, die ja nicht nur auf der Flucht sind, sondern die auch eben aus finanziellen Gründen nach Deutschland kommen. Aber gemerkt haben, sie müssen gar nichts tun. Und da hier jetzt im Endeffekt für die ein oder anderen das Problem anfängt, ich möchte aber lieber woanders mein Glück suchen und die dann gehindert werden mit steuerlichen Aspekten, kann man schon sagen, diese grüne Regierung, diese Ökosozialisten, die gehen einen falschen Weg und wenn ich das nicht mitmachen will, dann soll ich dafür bestraft werden. Das wird noch allen auf die Füße fallen.